Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir gucken jetzt mal, was Odin für uns hier im Schrank verstaut hat. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Asenuniform. Asenbogen. Nett. Oh, wirklich nützlich. Nett. Okay. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Ja, komm, machen wir mal den Asenbogen. Ausrüsten. Rüstungen. Oh, das ist aber eine schöne Rüstung. Ja, dann, okay, zack. Nice. Okay. Dann gehen wir mal raus. Oh Lord. Wow. Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Thorstottir. Ah, Thorstottir-Tochter. Okay. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Ja, dann. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. das richtet jemand her. Nice. Fragezeichen. Alles klar, dann folgen wir mal der Tochter von Thor. Was für ein Schwert ist das? Es ist neu, einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Ja, wenn bereit. Wie lang vielleicht? Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Eieiei. Nett. Lass es. Doch, doch, das mach ich. Okay. Mütter, willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Wir können ja noch, ne? Wo ist hin? Da. Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehalt. Oh nein. Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Ja, dann, bis später. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe.
Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach, du weißt das schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Nett. Gern geschehen. Er hat das Schwert gehört. Krass. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht. Die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich... Nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidiani, Spether. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Oh, wir sind jetzt mit Thor unterwegs. Ja, wie geil ist das denn?
Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Ganz schön mürrisch, der Typ. Alter, wie das hier aussieht. Also, wohin gehen wir? Verdammt, woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Okay. Maske ist auf Atreus Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Was hätte ich gemacht? Mit diesen Armen? Atreus kann ja gerne mal versuchen, den Hammer zu schwingen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mal sehen, was Loki und der glänzende Zahnstocher ausrichten können. Hallo. Wow, Ingrid. Nicht schlecht. Bisschen langsam. Du könntest helfen. Hallo. Hallo. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Ich sehe nach. Okay. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Der Tag ist noch jung. Aber cool, dass wir jetzt hier mit Thor rumgeiern. Alter, da kommen ja immer mehr. Da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Benutz endlich deinen Bogen. Galvan! Alter. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Nicht. Was meinst du? Später. Lass mir den Allvater nicht warten, da du ihn erwähnst. Die Maske. Ja. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Vor? Oh, das ist ja groß. Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamul, Rungir, sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Und ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Ne? Also... Das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Du legst mich nicht rein. Nett, nett, nett. Kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Ei, 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 ei.
Und zack. Aber ich find's cool mit Tor auf Abenteuerreise. Ah, super. Alter. Also, in welche Richtung zeigt die Maske? Ah, hier lang. Hier lang. Oder auch nicht? Ja doch. Hier lang. Die Maske zieht hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Thor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Alter. Suturs Schrein? Ja, dann lass uns da doch mal runter, oder? Oder auch nicht, weil wir dann nicht runterkommen. Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und Flut. Erst kümmern wir uns um die hier. Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Der ist jetzt schon mürrisch, der Typ. Ja, genau. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im geringsten. Hallo. Ah, da kommt noch ein zweiter. Na gut. Vielleicht ein bisschen Angst. Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Alter. 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 Bleib doch einfach. Alter. Boah, Junge. Da hat hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Hallo. Das sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Na los, ich will eine Herausforderung. Jetzt zu diesem Schrein. Ja, wie auch immer ich da jetzt hinkomme. Ah, da, ja. Hm. Hey, Ingrid. Traust du den Asen?
Ich weiß, ich kann Ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber das wird nur geschehen, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen traue.